So, und dann sind wir schon wieder da. Also Unterbrechung, Unterbrechung, das war es jetzt aber erstmal. Wo hast du die Nebenquests? Hier, beim... Was mich halt interessiert, Apfelbaum. Wann kann ich diese Sachen verwenden, die ich da habe? Hobbly Apfelbaum? Ja. Einfach mit dem quatschen, ihn ausfragen und er hat dann eben auch Quest für dich. Deswegen meinte ich letztens, wir sollten uns mit den Leuten unterhalten, weil dann gibt es manchmal auch Aufgaben. Das werde ich. Ja, der hat mir direkt gesagt, ich soll seinen scheiß Medaillon irgendwo hingeben, weil du die Quest angenommen hast wahrscheinlich. Das ist episch. Das ist nett. Also ich finde das Spiel echt nett. Also es ist jetzt nicht so wie jedes andere Game, was man so kennt. Diese Leute scheinen keine Ahnung zu haben, welche Gefahren ihnen drohen. Wenn es gleich nicht irgendwo irgendwelche Geldsachen auf dem Boden liegen, die man anklicken muss, ist das wirklich ein tolles Spiel. Nee, gilt ja nicht. Du läufst ja die ganzen Geldsachen einfach drüber. Ja, ja, ich weiß, das war jetzt auch gerade nur ein Witz. Ich hasse diese Facebook-Spiele-Döns da. Können wir ja mal irgendwann mal so ein Let's Talk machen oder so. Ach so, okay. Drüber. Ich dachte, du willst jetzt ein Let's Play machen, Facebook-Spiele. Na klar, Plants vs. Zombies. Ding, kling, kling, schon wieder Geld eingesammelt. Cool, hier kannst du Rätselaufgaben lösen, kriegst Geld für. Fingerschnipsen hervorzaubern. Zumindest okay. Die Geschichten, die man mir als kleiner Junge erzählte. Ich guck gerade was. Ich möchte gern dieses Medaillon haben. Ich mach mal die Quest. Kannst du diese Arbeit erledigen? Moment, ich bin hier gerade an. Her. Ich mach die schon. Aus wie etwas, das in dieser Gegend angefertigt wurde. Vielleicht damals, zu den Zeiten meines alten Herrn. Nicht erwartet, hab gerade 500 Geldstücke gewonnen. So, Geldstücke. Kann weiter gehen. Das Geile ist, der macht nach jedem Einsatz macht er doppelt oder nicht. Doppelt oder nicht. Verstehe. Was waren das für Fragen? Erste Frage war, am Tag und Nacht sind sie da, ohne irgendwie gebracht zu werden. Und dann am Tag sind sie weg, ohne gestohlen zu werden. Und dann musst du, was ist das? Ich habe übrigens nicht gehört, was ihr gesagt habt. Mit Ausfall und so. Ja, ja. Okay. Ich bring mal ganz schnell das Medaillon wieder weg. Edona Glockenblume. Ach, du warst schon bei Glockenblume? Ja, klar. Die Quest gerade gemacht. Ich hab schon einen Silber bezahlt. Helmut hat das Medaillon repariert? Wunderbar. Er wird niemals Verdacht schöpfen, wenn du es jetzt nur noch Edona bringen könntest. Du findest sie im Hause ihres Vaters. Es liegt an der Straße, die zum Eingang dieses Gasthofs führt. Jungs, beeilt euch mal, es ist nass hier draußen. Der Schmied hat einen Silberpfennig verlangt, um dein Medaillon zu reparieren. Ich hab schon länger als 5 Minuten keinen mehr getötet. An die Bezahlung zu denken. Du hast den Zug, ne? Sagst du? Ja, ha. Oh, mal sehen. Ah, hier, bitte sehr. Nein, behalte es. Du brauchst es vielleicht dringender als ich. Aber bin ich nett. Ich hab gesagt, er muss mir das Geld wiedergeben und dann habe ich gesagt, komm, behalte es. Ist okay. So, wir müssen jetzt ein Haus finden, wo eine Edona wohnt. Soll die irgendwo hier an der... Hast du gefunden? Ja, da oben, da. So, du hast die Quest auch schon mal gemacht, ne? Nein. Da, die komische, was ist das, Straßennutte? Nein, Glockenblume heißt die. Ja, ja, ist ja doch, Edona Glockenblume, das ist die. Sie heißt Edona Glockenblume? Hallo, kann ich irgendwas für dich tun? Rovli Apfelbaum möchte, dass ich dir ein Geschenk überbringe. Ein Geschenk? Von Rovli? Aber ich dachte, dass er... Tut mir leid, es kommt so unerwartet. Was ist es denn? Ja, nahezu begeistert, was meine Grafikkarte hinkriegt, ey. Dieses Medaillon, das einmal seiner Mutter gehört hat. Oh, das ist so wunderschön. Aber ich verstehe nicht ganz. Wegsteher. Warum schickt er mir das jetzt? Lass mich vorbei. Ich soll dir außerdem ausrichten, wie immer er dich liebt. Rovli liebt mich? Immer noch? Wir standen uns so nah, als wir noch Kinder waren, aber ich dachte, das hätte er alles vergessen. Nein, er erinnert sich noch und es bedeutet ihm alles. Soll ich die jetzt abgeben oder willst du das dann machen? Ich bin schon dabei. Wundervoll. Ja, ich hab die schon lange da oben mit der Jungen. Ich bin jetzt gerade dabei, die Nachricht zu überbringen. Der arme, einfache, wunderbare Narr. Ist euch mal aufgefallen, wenn ihr euch lang genug im Dreck wälzt, dass eure Klamotten schlammig werden? Oh, sag ihm bitte, dass ich ihn liebe und dass wir einen Weg finden werden. Ich bin noch immer im Video oder so. Eine ausgesprochen ich hab übelst einen Matsch an den Klamotten. Lebe wohl, Edona. Tatsache. Ja, du kannst die Nachricht jetzt ruhig wegbringen. Also ich habe jetzt gerade da ein Medaillon gemacht, dann bring du die Nachricht weg. Das ist jetzt da, glaube ich, nicht so wichtig. Ich sehe voll cool aus. Guck mich mal an, ey. Wow, voll die Kampf-Bitch. Bitch? Ja, sorry.
Irgendwas sagt mir, dass du nicht auf der Suche nach einer Harke oder Schaufel bist. Ah, ich bin aufgestiegen. Sehr geil. Willenskraft, dann machen wir eine Autoverteilung. Wieso ist das dann gelb? Hier ist ein Spiegel, falls sich jemand das Aussehen verändern möchte. Ich komme gleich. So, dann wollen wir mal gucken, was wir hier noch haben. Nee, das will ich nicht haben. Ich brauche mehr Kraft, Regeneration, das ist eine gute Idee. So, weil Kraft ist Mangelware. Nur wenn du so verschwenderisch damit umgehst. Muss das eigentlich regnen? Ganz ja. Im Ernst. Zum Bearbeiten doppelklicken. Ich doppelklicke und ich kann es nicht fahren, ich krieg's immer in die Hand. Ich musste das mit anderen kombinieren. Hm? Aber da steht ja doppelklicken. Aha. Ja. Mir hat mein Charakter so ein bisschen Ähnlichkeit mit diesem. Ich kann High, ich kann. Assassin's kann... Creed. Hm. Das ist ja mal cool. Oder? Du hast heilender Kuchen hergestellt. Ich hab Matsch an der Jacke. Ich stell so gerade heilender Matsch Kuchen. Da freut sich dein Frauchen. Ja. Was hast du wieder gemacht? Ja, ich habe so ein paar Goblins umgelegt und mich ein bisschen im Schlamm gewälzt. Elixier des Lebens habe ich bekommen, Leute. Toll. Merkt ihr, wie du kombinierst? Hätte ich das tun sollen? Ja, in der Mitte, falls du mal sowas brauchst, wie du kombinieren kannst. Kannst ja nachher dein eigenes Let's Play angucken. Ja, genau. Wie habe ich das gemacht? Too much, much. Kann man hier irgendwie herausfordern oder so? Nein. Ich kann dir dann draußen auch so aufs Maul holen. Also, so ist es nicht. Also, ich kann damit nicht reparieren, sondern ich kann kleiner. Gegenstände herstellen damit. Ich muss aber den auch einmal verkaufen. Ich hab die fiese Axt. Ich war so gestern mein Inventar zu verkaufen. Ich bin mit Schwert größer als du. Willkommen. Was kann ich für dich tun? Aber auch nur mit Schwert. Verdammt. Was hast du da eigentlich für ein Säbel, ey? Das ist, ja das ist episch, ne? Der macht, ja, ich hab's mit dem episch zurzeit. Der macht noch plus 16 Blitzschaden. Krass. Macht sich gut, ja. Dinge im Regen in der Hand zu halten. Ich glaube, wir sollten jetzt mal langsam weiter, leitet. Leute. Sonst kommen wir hier gar nicht mehr durch. Alle gleichzeitig tot. Nein. Wolltet ihr nicht einen Spiegel? Ach ja, was? Aussehen verändern. Das wird nichts. Du bist nicht hübscher. Hallo? Das ist nicht nett. Too much. Wo ist der Spiegel? Da ist ein Spiegel. Und noch Heile? Hast du reingeguckt? Sieht ein bisschen komisch aus, aber ja, ist ein Spiegel. Nee, nicht schubsen. Ja, mach dich mal hübsch. Besser? Ich hol mir jetzt eine fette Narbe auf der Stirn. Wie auch alle nebeneinander stehen, wie der Orgelpfeifen. Gelbe Augen sind cool. So. Kann mir sogar ein Bart geben. Ein Bart wäre gut, ja. Ja. Ich hätte auch gerne einen Bart. Nein, bitte nicht. Ich muss mir überlegen, ob ich mir wie meiner Tochter rote Haare gebe. Na, ich nehme die besser. Akzeptieren. Chaka. Toll. Ja, ich ziehe jetzt mal einmal. Was? Es sieht schon komisch aus, wenn deine Haare aus der Kopfbedeckung raushängen. Guck mal jetzt. Ich hab's mal abgenommen. Jetzt geht's, ja. Ja, bleib ja, warte halt, mal, ja? Warte mal, bleib mal stehen hier. Mal gucken, ob du. Bei mir Gott. Gehen die nicht raus. Bei mir ah, jetzt sind. Ja, gerade eben hingen die noch draußen. Jetzt geht's. Ach, guck mal mein schönes Gesicht an. Ja, ein Stückchen weiter. Nee, jetzt in meine Richtung. Also nein, dreh ich mal rechts, stopp, nein. Nein, du musst, warte, stopp, genau. Ja, so, stopp. Ja doch, jetzt siehst du ein bisschen grimmig aus, aber bist echt hübsch. Ach ja, wenn die auf der Oberlippe rumkaut, das sieht komisch aus. Komm, wir gehen jetzt weiter. Warum kaut die auf ihrer Oberlippe? Ich hab keine Ahnung, das sind elf.
Machen Elfen das? Ja. Die ist vielleicht rollig. War höchstwahrscheinlich rollig, genau. Sag mal, Waldsteher, sollen wir uns nicht ein Zimmer suchen? Weil ein Zwerg ist mir zu klein. Ja. Der hat dicke Finger. Aber nur hier drin. Dicke Finger. Oh. Kopfkino. Ich krieg ein Problem mit YouTube. Die werden mir nachher noch das Let's Play ab 18 schalten. Sowieso, das, weil Dings ist ab 18. Hab ich nämlich mal geguckt. 16. 18, müssen wir jetzt schon wieder nach Fernost? Nein, musst in mal... Steam ist das ab 16. Ich hab nach. Komisch, auf der offiziellen Seite steht 18, ich musste mein Alter bestätigen. Ja, ist ab 16. Auf Steam. Wahrscheinlich wird das noch. Wahrscheinlich deswegen, weil du das Blut abschalten kannst. Kannst du? Ja. Der fragt dich doch ganz am Anfang, Blut an oder Blut aus? Hat er mich nicht gefragt. Nee, mich auch nicht. Hatten wir die nicht schon. Ah, oh, Mann, ey. Noch mehr Bogenschützen! Hier, Freunde! Sammelt ja. Müssen wir das jetzt echt nochmal machen? Ja, weil, du lernst immer beim letzten Checkpoint. Na, sogar. Nur weil du zurück wolltest. Aber ist nicht schlimm, wir können die Kiste jetzt zweimal looten. Wo sind die nochmal gewesen? Gute Frage. Eieieiei. Wo in so einem Hinterdruck ist ein Ding, ne? War überhaupt schon? Ach nee. Wir hatten ja noch keine Kiste. Hier war keine, ne? Huch, da kann man hoch. Beide hat was gefunden. Hm. Ah, da ist eine Kiste. Ah. Das finde ich auch kräftig, heftig. Wir können die looten, könnten jetzt wieder nach Brill, nach Bre zurück und könnten die dann nochmal looten. Und immer weiter und immer weiter. Ja, gut, das machen wir jetzt aber nicht. Nein, aber das wäre... Ey, du Waldsteher. Geh weg, du Zwergsteher. Wir kämpfen wie eine Einheit. Wir kämpfen? Warum kämpft ihr? Wir kämpfen wie eine Einheit. Weil der Vorsteher mich nicht da durchgelassen hat. Der also. Vorsteher? Ah, hier ist noch eine Kiste. Hier. Geht nicht, kann ich nicht. Das ist übrigens noch eine Kiste. Übrigens, bald achtest du auch auf Dinge an Wänden und so? Dinge an Wänden? Also ja, weil es gibt gelegentlich Geheimgänge, die nur du siehst. Wie ja, auch Geheimgänge, die Frage ist, ob er das sieht, weil wer weiß, nee, was er hat. Wie das bei ihm aussieht. Na, ich habe dicke, fette Kratzer und Risse an der Wand. Du hast irgend so ein heiliges Symbol. Genau. Vielleicht hast du Blätter oder auch keine Ahnung. Also bei mir ist es auffällig. Hier ist ganz viel Moos. Ja, es fällt eigentlich schon auf. Ich habe ein Tor geöffnet. War das richtig? Pff, sehen wir dann. Drücke in solchen Spielen niemals einen Hebel. Ich bei dem muss Hebel sagen, drücken. Ich finde das schade, dass jetzt relativ wenig solche Sachen sind. Vielleicht hier. Nee, irgendwie. Ich sehe nichts da. Warte mal, ich kann untersuchen. Ich spüre eine Schwachstelle in dieser Mauer. Hallo? Ist für dich. Ach, weißt du, warum ich die nicht gesehen habe? Warum? Weil ich die schon hatte. Ja, das ist natürlich dann blöd. Mhm. Hammer des Minenarbeiters habe ich bekommen. Ich habe meine heilige Hammer! Ich bin eine Paladin, ich mach Schaden. Ich habe auch einen heiligen Hammer. Hust. Hm. Ja, genau. Einen heiligen Hammer in Miniformat. Hämmerchen. Genau. Wo müssen wir jetzt nachher? Ich habe ja hier unten die Tor aufgemacht. Jetzt wird's lustig. Lalala, dürfen wir erstmal hinterherkommen? Ich bin in dem Moment gerade ein Spoiler, ja, weil ich habe Angst. Ich geh dann wieder an das Ding hier, ja? Bergen haben keine Angst. Okay, ich stelle mich schon mal hier hin. Ah, nein, ich stelle mich nicht dahin. Es sollte vielleicht auch einer bei mir stehen. Ich gehe mal zu dem Mädchen. Ich drück gleich E, damit du Heilung hast. Hierher, zu mir, wenn ihr Heilung braucht. So. Wenigstens hast du das Geschütz hier unendlich. Guck mal, ja, da oben gibt's dann aber auch keine EP, ne? Ich mach dir mal einen Vorschlag. Setzt du dich mal da dran, Byte? Ja. Nein, aus dem einfachen Grunde, im Gegensatz zu dir, brauche ich keine Munition. Ja, aber es gibt keine EP. Nein, was war das? Das ist ein Zwerg. Genau, töte den Zwerg. Was ist erfasst? Ja, EP möchte ich übrigens auch haben, ja. Ja, ja. Welches Level bist du? Kann 6. aber auch sein, dass die EP geteilt wird. Ich habe keine Ahnung. Ich bin Level up. Lol.
Ausgerechnet du bräuchtest das ja nicht, ne? Welches ja, Level hast du denn jetzt mittlerweile? 19. Alter, ja, kennst du den? Er hat ja schon vorgespielt gehabt. Also er kennt das ja schon. Das Problem ist, wir haben ja versucht, dass er neu startet. Kommt hier bitte mal so wegen Bubbel. So. Bubbel steht. Danke. Da sitzt ja schon an der dicken Bombe, gell? Was ist mit einer dicken Bombe? Vorsicht, da kommt einer! Vielleicht kommt sie von allen Seiten. Übrigens, könntest du mal deinen Schrei anmachen? Sie greifen von allen Seiten an! Aus der Weit? Von allen Seiten. Ja, vielleicht sinnvoll jetzt das Ding mal zu deaktivieren. Ich hab insgesamt nur drei Seiten. Ja, aber du schießt gerade nur auf eine von den drei. Ja, weil ich hier so. Ja, guck mal, der ist stehen geschoben. Du würdest lieber stehen sterben, als ihn nicht leben. Ich habe nicht die Kraft. Keine Kraft. Verdammt, ich hab keine Kraft mehr. Das soll ich wieder hetzen. So, erstmal geteilt. Der Meinung. Ich bin da echt geteilter Meinung hier, ne? Also. Weil ich kann dir nicht immer so eine Bubbel geben, wenn ich keinen Mana mehr habe. Nee, ist doch in Ordnung. Ich brauche keine Bubbel. Alles gut. Bubbel, 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 Bubbel. Und der mit der dicken Wumme hier. Alles gut. Bubbel, 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 Bubbel. Mit den Holzfallen, die explodieren. Finde ich immer noch toll. Vielleicht explodieren die nicht, vielleicht zu platt gehen die einfach. Ich bin tot. Stück Holz bin tot. Ich bin tot. Bist du denn tot? Ich bin tot. Da bist du tot. Ich kann nicht. Ich. Ja, ich komme. Wie will das gehen? Ne? Geh. Nicht vom Geschütz weg, das wird nichts. Vielen Dank. Vorwärts jetzt. Oh, eine Bubbel. Oh, ich hab die Bubbel. Ja, bevor wir gleich alle sterben, das wäre auch gut. Ja, gerade jetzt, weil jetzt haben die alle Zeit doch. Ja, egal. Chaka. Ich bin schon wieder tot. Oh. Die alle auf einem Haufen liegen, so super. Mann, ja! Also, so sieht das aus, wenn man dann stirbt. Das war näher am Tod, als ich sein bin. Bin übrigens auch tot. Hirschi. Ja, ich bin unterwegs. Mann. Komm dir mal entgegengerobbt. Komm da nicht hoch! Du hast doch wohl nicht vor, uns zu verlassen, oder? Meine Fresse. Zum Glück bin ich schon mit Dingen. Ja, pff, das ist halt Arbeiter. Wusa, nicht doch auf mich. Da tut ja sowieso nichts. Nicht ich, die anderen. Eieieiei. Nein, das war jetzt keine Anspielung auf Worms. Übrigens, ich habe jetzt auch so ein langes Schwert. Können wir auch mal spielen, so ein Community-Gedattel machen. Ich hab immer noch den längeren. Ach, das halte ich für ein Gerücht. Hallo, den längsten hab ja wohl immer noch ich. Als Frau würde ich mir Sorgen machen. So. Treffen wir uns an der Fickadelle. Fickadelle, echt jetzt? Ich glaube, das Ding wird auf jeden Fall irgendwie zensiert. Bis schlimm Gehen genug, mehr. Dass die ganze Zeit stöhnt, wenn du da rumrollst. Ich glaube, das ist der einzige Grund, warum das am 18 ist auf der Hauptseite. Oh oh. Bubble! Bubble! Ich bleib mal in der Bubble ein bisschen hinten. Nicht genug Kraft! Ich habe nicht die Kraft. Noch vier, sind die jetzt mal kaputt. Hier ist schon unterwegs, um euch zu unterstützen. Hallo. Ach du bubbelst. Ja, ich bubbel, weil ich keine Kraft mehr habe und kein Leben mehr hatte. Bubbel, bubbel, bubbel. Bubbel, bubbel, bubbel. Ja. Kannst du mal sterben? Oh, der fällt doch um. Er braucht zwei Stunden. Und wir teilen doch EP. Das ist gut. Oh,
Was, eine Gruppe verlassen oder was? Schade? Versammeln. Versammelt euch! Müssen erst alle hinkommen. Wollt ihr euch nicht erst nochmal hier umgucken? Ja, ich hab schon. Nein, hier ist nichts. Da war nicht wirklich was. Versammelt euch! Bin da. Wer noch? Ich kümmere. Bin da, wer noch? Nicht der Mama. Nicht zwei der Mama. Von fünf. What the fuck? Ich glaube, da müssen wir nochmal rein. Das wird ja langsam langweilig und so. Was? Ja, also nochmal hier rein, also das gleiche Level und so. Machen wir ja. Ich mach's auch schon zum zweiten Mal, mir macht's immer noch Spaß. Ich bin mal kurz AFK, ihr könnt ja schon mal weiter daddeln. Ja, wir gehen mal auf Fortsetzen und schauen dann mal, dass wir ganz oft sterben. Bring mal hin, ich kann das. Sterben? Ja, ja. Das habe ich perfektioniert. Du hast den perfekten Schrei. Ah! Du brauchst den Chef wieder, von diesem Schloss hier, Zombie. Den möchte ich gerne mal sprechen. Alter, nicht so ungut, aber dein Schloss brennt. Wieder Zombie. Das war ja ein Ohr. Wo bist du, Olga? Da. Du, ich gucke jetzt gerade erstmal hier, was es so gibt. Du kannst hier teilweise so die Sachen plündern. Muss mal an dieser Haufen dran gehen. Oh, hey. Pfeile. Noch mehr Pfeile. Haben wir auch ein bisschen Zeit noch. Krieg Mana, der Zwerg ist schon wieder da. Der Zwerg ist da, der Kleine. Mir sind beide Beine eingeschlafen und ich hab's nicht gemerkt. Und als ich gerade aufgestanden bin, hat's mich erstmal neben meinen Stuhl gelegt. Und das als Gamer. Okay, Hammer. Oh. Babel! Ich werde euch vor ihren Pfeilen schützen. Also ich mache momentan jeder Schuss einen Treffer, nur so zur Info. Und die sterben nicht. Deswegen brauche Kannst du dich mal um das Ding da oben kümmern? Irgendwer? Ich schieße schon. Meinst du so? Ah, Balan kann nicht zu den Feind kommen. Schade. Hat er weg, ja? Hier kommen sie! Ach, die Toten fallen über uns her! Die Toten wo? Oh. Da. Ich habe keine mehrere. Ich glaube, wir laufen zurück zu. Nein, meine Bubble ist weg. Alter! Komm mal zu euch, ich kümmere mich hier. Geschi! Was denn? Erst mal hier heilende Hände auflegen und so. Ja, geht nicht. Nicht hinstellen bei den. Ja, ich konnte nicht mehr abhauen. Antonio! Ja, du bist gut. Ich wollte gerade wieder zurücklaufen, weil ich meine heilenden Hände da. Antonio! Wir kommen zu dir! Aua! Komm! Antonio, Eradan ist gefallen. Antonio! Ich schaff's nicht! Bubble! Bubble an! Bubble an! Bubble an! Bam! 96 extra EP! Krass! Scheiße, ey! Achtung, sie kommt durch die Decke! Was? Welche Decke? würdet ihr mir den Gefallen, du lasst uns bitte in der Bubble stehen bleiben? Noch. Übrigens, die roten Dinger, die explodieren. Ja, nur wenn wir drauf sind. Hätten wir dir sagen können. Ich wollte es nur sagen. Kiste. Ich glaube, ich muss reparieren. Vielleicht gibt es einen schönen Kampf. Ich darf ich spoilern? Nee, spoilern nicht. Nein, du darfst nicht spoilern. Und dann würden die ja nicht das Let's Play gucken, da bringt ja nichts. Eil! Die sollen ja gucken hier. Nein, ich rede von dem Kampf, der jetzt gleich kommt, von wegen Hilfe. Du spoilerst sowieso schon ganz viel. Ja. Bis Kapitel 5. Lasst mich das spoiler ich. Wir sind übrigens in Kapitel 1. Und das noch stundenlang. Wie viele Abschnitte hat es am Kapitel? 10? 11? 12? Keine Ahnung. Du hast echt schwer Langeweile gehabt, Gepunio. Ich habe das schon 13 Stunden gezockt jetzt. Ah ja. Oh, gestern war ich doch nicht an. Aua, ich bin tot. Aua, ich bin tot. Ah! Eigentlich nicht, doch jetzt. Ich geh mal. Ich dachte mir, ich lauf mal weiter, weißt du? Vielen Dank. Vorwärts. Bleib stehen. Jetzt. Ich habe keine Bolzen mehr. Ich habe eine Bubble aufgebaut. Das Problem ist, der braucht relativ viel. Ich mache übrigens mal die anderen Bogenschießschützen.
Ich habe keine Kraft mehr. Ja, toll, schon wieder keine Kraft mehr. Wie schnell ist die denn leer? Out of Kraft. Nicht mehr. Oh oh. Ich will zurück. Ich gehe in meine Bubble. Könnt ihr mir auch mal ein bisschen Spaß gönnen, indem ihr mal in die Bubble kommt? Wir brauchen halt keine Heilung. Ich sterbe sofort. Genau. Achtung, der Platz. Ja, jetzt darfst du einen Platz schon den hier machen. Nein, ich kann es nicht machen, weil ich keinen Mana habe. Hier kann ich nicht mehr einstecken. Der Platz. Ah, schon wieder. Wie, die stöhnt sogar beim Sterben. Ich weiß das zu schätzen, mein Freund. Alle sind hier am Kriechen. Oh Mann, immer wenn ich mich rauskriege. Ich glaube, ich sollte mich abgewöhnen, auf Dinge. Würde mich mal jemand heilen? Ich bin gerade dabei. Ab. Okay. So, jetzt aber. Bubble. So, das Ding ist wirklich in Blut auf. Also, wenn ihr jetzt schon zu viel stirbt, ich guck mal durch, was ich an Rüstungsteilen neu hab. Ich bin stark. Ja, als allererstes sollten wir mal. Sind die noch nicht alle weg? Noch nicht weitergehen. Ja, keine gute Idee. Ich bin nicht weitergegangen. Ich geh in meine Bubble. Ah, Trefferreihe ist das auf der rechten Seite. Ja. 13, 14, 15. Aber erst nach einem kritischen Hit. So, pass auf, ich habe hier einmal Armschienen mit Schutz 29. Armschienen, wo stehen sie? Da sind sie. Ja? Ja, gib mal her. Okay, weil es ist auch kein Wunder, wenn ich vergessen habe, die Stiefel wieder anzuziehen, dass ich sterbe. Ich habe noch ein Schild im Angebot. Gib erstmal alles bald. Und ein Ring mit zwei Wille. So. Braucht doch kein Schild. Ein Ring. Ah, das ist gut. Das für. Ist gut. Linke Hand oder rechte Hand? Ich hatte nämlich noch gar keinen Ring. Egal. War ein Ring für. Ich habe hier nur Zeug für euch. Nee, der ist schlechter. Ja, der hat zwei Wille. Ich könnte Box brauchen. Das ist nur für euch, also von daher. Ich kann damit eh nichts anfangen. Darf ich jetzt bitte erstmal im Skill, bevor du mich wieder voll. Entschuldigung, da stand da, das ist nur für dich, deswegen hab ich dir gegeben. Also. Mir ist gerade Glut aufs Bein gefallen. Heiß. Also ich kann einen Sofortheilzauber machen, skillen. Oder ich mach die Bubble länger. Mhm. Was soll ich denn machen? Längere Bubbles sind toll. Lange Bubbles sind gut. Also ich skill momentan nur wirklich die Bubble, ne? Also alles andere ignoriere ich momentan. Was mache ich denn mit so Juwelenschachteln? Kannst verkaufen. Alles was unterhalb ist, kannst verkaufen. Alles was oberhalb ist, könnte man gebrauchen. Ja. Achso ja, hier kommt sowieso gerade nichts mehr. Getrockneter Fisch. Ich habe Kiste. Diese Blüte ist wunderschön. Und nützlich noch dazu. Oh, ich habe Punkte zu vergeben. Puh. Ja, ich habe eine Blüte gefunden. Ah, besser. Viel besser. Drück mal I. Was, wie ist direkt ins Inventar? Ja. Viel besser. Ich mache das immer über Tab, mir ist das Boogie. Weil das erste, was ich gucke, ist Rüstung. Ich habe noch ein Schwert mit 32, 48. Ich kann kein Schwert haben. Ein Einhandschwert. Kannst das Schild nehmen, bald. Oh ja, cool. Die Einhandschwerter machen im Allgemeinen logischerweise weniger Schaden als Zweihandschwerter. So ja, habe. Ja. Aber zum Schild gehe ich vielleicht nicht ganz so oft drauf. Also ich hätte noch so ein Schild. Ich habe auch ganz viele Schilder. Filter. Ja, die überflüssigen solltest du dann auch nochmal verkaufen. Ja, es schadet vielleicht nicht. Weil es auch nicht schadet, sich noch eine Ersatzrüstung beizubehalten. Wenn deine doch unterwegs mal kaputt geht, was dann später oft passiert. Weil ich hab dir mal ein paar Sachen gegeben. Oh, Schultern. Ich stehe auf Schultern. Fand ich bei WoW damals schon geil. Du stehst auf Schultern? Ich stehe ja eher auf Ärsche, aber naja, jeder was am haben will. Warte mal, warum ich Frau spiele. Kann ich hier wenigstens schön immer zugucken. Ah, das sind die typischen WoW-Nachtelf-Spieler hier. Naja, ganz ehrlich, ich habe eigentlich immer untot gespielt, aber ist okay. Ah, Blutelf da unten.
Und das habe ich so nicht gespielt. Und immer weiblicher Char, ne? Nee, immer männlicher. Ui. Ich habe immer einen männlichen. Entweder habe ich einen Blutelfen-männlichen gespielt, weil ich viel Priester-Spieler oder auch Magier-Spieler war. Blutelfen sehen so schwul aus. Oder, ja gut, ich habe es halt wegen der erhöhten... Also, jetzt nichts. Ich bin nicht homophob oder so, nichts gegen Homosexuelle, aber die sehen echt schwul aus. Oder ich habe halt Untote gespielt, weil es einfach geil war, den Kiefer wegzunehmen. Ja, ich habe auch immer ohne Kiefer gespielt. Beides gerade nicht da. Beides gerade scheinbar AFK. Gar nicht. Ja, da ist er. So, dann lass uns weiter. Ich müsste mal eine Stange Wasser in die Ecke stellen. Achso, ja, dann würde ich sagen, können wir besser eben unterbrechen, oder? Zu spät. Na toll, jetzt nur Video gucken. Dann gucken wir Video. Ach, da kommen die beiden wieder, die Elfen. Ich sehe viel cooler aus als die. Was aber einen extrem breiten Arsch. Ja, natürlich, muss so. Gebärfreudiges Becken. Und eine hübsche Badekappe. Genau. Also, seitdem ich die neuen Flatsaufeinstellungen habe, läuft das echt besser. Der Weg also, ist mit einem mächtigen Zauberschloss versperrt. Kannst du den Bann brechen? Pony vielleicht, drin. Aber es erfordert Zeit und volle Konzentration. Mit Zeit und Konzentration? Ja. Nur Zeit haben wir nicht. Gut, viel. Die Frage ist, ob wir pausieren können, vielleicht. Geht nicht. Das finde ich blöd, ein Spiel, was man nicht pausieren kann. Im Singleplayer geht das, da gehst du einfach in dein Inventar, das Pause. Ich guck gerade, ob es eine extra Pausestelle gibt. Also, da bleibe ich bei den Billigviechern, bleibe ich im Nahkampf. Die Schwertkämpfer sind schon keine Billigviecher mehr. Hubbels! Ich brauche nicht Heilung. Beste wäre, wenn wir das hier hinten gemacht hätten. Nach dem Bubbel? Hier. Nee, ja, weil wir müssen die schützen und die kommen von allen Seiten und... Right. Da vorne stehen ist keine gute Idee. Komm, ja, komm in meine Bubbel. Hat er gerade gesagt, hässliche Elfen? Ach, Held den Elfen. Elfen. Achso. Ich bin ihn am Töten. Ja, toll. Bam, das war. Boah, der Kopf, der war ja mal richtig ab. Ey, der blutet nach. Das war ohne Scheiß, der hat nachgeblutet. Ja, hallo, Herzschlag und so, kennst du, ne? Ach, Menno. Jetzt geht's los auf meine Seite. Ach, bei euch, schon. Ich komme zu euch. Ich stell mal ganz hinten eine Bubble hin. So, bitteschön, die wollte ich da haben, oder? Ja, The Lord of the Rings funktioniert nicht mehr im Programmstil. Na lol. Das ist schlecht. Ich hatte ein PC übernommen. Dann würde ich sagen, ich glaube, du kannst gleich wieder reinkommen. Ja, ich kann dich nachträglich einladen durch die Multiplayer-Option. Ah, machen wir es doch mal im Moment. Ja, das ist jetzt hier erstmal das Steam-Moped starten. Und dann da rein. Ich kann mal wieder am Ball stehen. Spielen. Ah, verdammt, Julio. Die Elben sterben. Ja, ja, ich bin gerade dabei. Nur weil der Beite nicht da ist. Ja, du stehst hier. Wir haben halt jetzt einen Waldsteher, ne? Ja, also ich bin jetzt quasi drin. Ihr müsst jetzt nur noch hier mich wieder einladen. So, dann muss der Einladung senden. Dann seht ihr direkt auch mal meine ganze Freundesliste. Ich habe übrigens noch Platz in meiner Freundesliste. Wer mich also hinten möchte, Kirschlp. Da kommt ein Trochel. Ja, dann würde ich gleich mal eine Bubble machen. Wo wolltest du die denn haben, die Bubble? Da ist er. Sagst du mir, wo die Bubble hin soll, dann mache ich die. Ja, hier vorne, hier. Nein. Hab gleich mal drauf gehetzt. Komm nicht rein. Nochmal, bitte. Nochmal, das ist jetzt gerade echt schlecht. Einladung senden. Und zwar an den Balti. Trete dem Spiel bei. Dieses Spiel ist in der Geschichte weiter als Speichern und Erfolge werden deaktiviert. Gott. Konnte keine Verbindung zum Haus herstellen. Dann müssen wir warten. Wow. Wollte ich den eigentlich auch mal rufen? Ist der schon tot? Mussten aber zwei draufhetzen.
wollte ihn eigentlich auch schon einen drauf gehetzt haben. Aber da warst du schon da, da habe ich gedacht, oh, komm, lass mal. Da müssen wir gleich mal kurz unterbrechen und dann wieder komplett neu einloggen wahrscheinlich. Ja. Du warst beim nächsten Checkpoint, sonst müssen wir das nochmal machen. Definitiv. So, Whitey, da musst du leider ein bisschen warten. Kein Problem. Kommt schnell, die Türen sind offen. Hier müssen wir uns für eine Weile trennen, meine Freunde, da ich euch nicht in diese engen Hallen folgen kann. Wirst du in die Heimat zurückkehren, Belaram? Nein, es wäre treulos von mir, Lebewohl zu sagen, solange das Leben von Freunden noch bedroht ist. Ich werde auf eure Rückkehr warten. Vielleicht kann ich verhindern, dass euch Verstärkungen in den Turm folgen. Wir sollten uns beeilen. Die Elben gewinnen schon einen Vorsprung. Möge euch allen das Glück hold sein. So, die Frage ist, wahrscheinlich ist der nächste Checkpoint hier nach, ne? Ja. Ja, definitiv. Gut, dann drücke ich mal auf Charakter tauschen. Theoretisch können wir machen, oder? Fortfahren und dann einmal beenden, Spiel verlassen und ihn wieder einladen. Na gut, dann werden wir hier jetzt in diesem Screen sagen, bis gleich.